ich ein Held bin. Nein. Aber ich wurde in Thailand zu einem gemacht. Leider. Ovo, wie Ihnen darf, muss man gar nicht viel zu sagen. Ne? BVB, deutscher Meister, Pokalsieger, Nationalspieler, ist halt ein krasser Leistungssportler und eine Maschine. Ja, da muss ich natürlich auch mal anders in die Trickkiste greifen. Schlaffigste, die sonst anschleppst, die esse ich zum Frühstück. Aber bei dem habe ich mir natürlich was ausgedacht. Ja, also alles, was ich eigentlich wusste, ist, es geht nach Thailand und ich bekomme dann einen Zettel ausgehändigt mit der Adresse drauf. Adresse. Haha. Wir haben dann irgendwann angehalten. Das sah so ein bisschen nach Glaubenshaus aus. Das ist die Adresse hier. Dann. Es waren da schon so einige religiös anmutende Sachen. Dann war da tatsächlich sowas wie ein Tempel. Dann saß da so ein älterer Mann im Schneidersitz. Sawadikap. Willkommen, Mr. Vuvuzela. Sit down. Vuvuzela, nee, das war was anderes. Aber okay. Was ist das für ein Mann? Das ist ein ganz weiser Mann. Der liest aus einer alten Vorsehung. Das ist ein Schulheft, was er mir da vorliest. Nein. European, are you very weak? Ja, er hat mir dann erzählt, dass wir Europäer ja eigentlich komplett weak sind, also komplette Hemden. No, mental strength, only cry, rice baby. Und da ich ja Klaas ein bisschen kenne, wusste ich auch, dass das Ganze bestimmt nicht lustig wird für mich, weil er einfach eine fiese Ratte ist. We have to clean you from weakness, right, baby. You need to drink from the three bowls. Dann zeigt er eben auf diese drei Schüsselchen da und sagte: Dim. For me? Okay. The first bowl is from donkey dicks of wisdom. Esels Penis der Weisheit. Muss ich das trinken? Ehrlich? Muss. Was ist das? Was ist da drin? Pisse. Pisse. Oh. Ey, warum, Klaas, wirklich? Der muss gereinigt werden, sonst hat er bei dieser Aufgabe gar keine Chance. Oh. Wenn es sein muss, runter damit. Oh. So, wie's du wollen. Geht doch. Bäh. Alter. The second boat is from monkey as of strong. Zweite Schüssel, der Affenarsch der Stärke. Oh Gott. Warum? Freunde, ey. Ich will jetzt einmal wirklich von dir wissen, was ist da drin? Oh. Pisse. Du bist krank. Es war einfach genau dieselbe ekelhafte Brühe wie in Schüssel 1. Ich war dem Kotzen wirklich sehr nah in dem Moment. Sorry. Wie viele Schüsseln kommen da noch? Noch eine. Das ist eine Komplettreinigung. The third bowl is very pippy. Lass mich raten. Pisse? Ja. Aber ich habe Mentos drin aufgelöst, damit das besser schmeckt. Ekelhaft. Aber ich wollte wissen, was ist eigentlich wirklich meine Aufgabe? Und dann habe ich es dann einfach gemacht. Das war widerlich. In vollen Zügen trinken wir die schmeichelnde Lüge, aber nur tröpfchenweise schlucken wir die bittere Wahrheit.
Okay, you pass the test. Here is a letter. Sorry. With bad Winches from Clarkson. Ja, danke. Ja. Thank you. Hallo Ovo. Ich möchte, dass du für mich an der Außenfassade eines 135 Meter hohen Hochhauses hochkletterst. Und zwar mit der Hilfe von zwei Staubsaugern. Wie jetzt Staubsauger? Ja, kriegst du jeden Abend einen Staubsauger. Dann gehst du da an die Wand, machst du Saug, lauf, lauf. Dann gehst du da hoch. Und es geht? Ja, mal sehen, weiß ich ja noch nicht. Dafür habe ich dir extra aus jeder Menge Schrott und zwei Staubsaugern einen Anzug anfertigen lassen. Und damit das nicht so dämlich wirkt, wie es aussieht, bekommst du von mir noch eine Superhelden-Identität oben drüber gestülpt. Du bist ab jetzt Staubsauger-Man. Staubsauger-Man. Da schub dieser alte Mann einfach einen riesen Karton mir vor die Füße. Good luck. Ich guck rein und da ist Schrott drin. Sperrmüll. Ehrlich? Wenn du, ohne abzustürzen, das Dach erreichst, ist der Länderpunkt und das Superheldenkostüm dein. Was soll ich damit? Enttäusche mich und die Welt nicht. Wir alle brauchen Staubsauger-Man. Dein Klaas. Staubsauger-Man. PS, bei dem Anzug handelt es sich um einen ungetesteten Prototyp. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du zumindest einmal beim örtlichen TÜV vorbeischauen. Ist nur ein Tipp. Ich wusste, ich soll das Ding anziehen. Ich soll den wirklich anziehen? Es ist verrückt zu glauben, dass man mit diesem Haufen Schrott auch nur ansatzweise eine Mauer hochkommt. Und gleichzeitig habe ich eine krasse Faszination dafür, wie du mit deinem kindlichen Wahnsinn einfach einen neuen Superhelden kreiert hast. Wo kann ich mich denn hier umziehen? Ich habe auch einen Jingle für den noch gemacht. Nein. Ja, pass auf hier. Oh mein Gott, ins Staubsauger-Man! Staubsauger-Man, 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 er saugt alle Probleme ein. So ernst? Ja, Staubsauger-Man. Staubsauger-Man, seine Mission, saubere Welt. Er sagt umsonst, aber manchmal auch für Geld. Staubsauger-Man ist einfach Ding am Sauggerät. Er saugt Tag und Nacht, egal wie spät. Staubsauger-Man, er hat ein Herz, es ist aus Staub. Staubsauger-Man. Ich hab mir das alles irgendwie energiegeladener vorgestellt. Es ist so richtig traurig, wie der durch die Straßen schlurft. Also. Staubsauger-Man, 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 er saugt alle Bösen einfach weg. Staubsauger-Man, seine Mission, saubere Welt, saugt doch im Schlaf einfach, weil es ihm gefällt. Das ist ein fröhlicher Typ, der hat dann super gerne gesaugt immer schon und irgendwann hat er sich praktisch selber aus Versehen eingesaugt und war dann in dem Staubsauger drin und hat dann praktisch irgendwann so die Gliedmaßen wieder aus, also der ist praktisch nie ganz rausgekommen aus dem Staubsauger. Aber er ist im Prinzip gut drauf und der saugt und saugt und saugt. Staubsauger-Man, er ist halb Mensch, halb Sauggerät, Staubsauger-Man. Ich kann nicht mehr, geht nicht mehr. Ovo, der ist einfach vielleicht nicht der Richtige dafür. Mhm. Ja, ich will Tobi Maguire noch mal fragen. Und auf einmal habe ich ein Schild gesehen. Ihr seid so doof. Da war ich wohl richtig. Das war so eine enge, kleine Werkstatt. Schmuddelig, alles fettig und ölig. Hallo, Sabadikab. Und ich komme da rein und sag, schönen guten Abend, ich brauche TÜV. TÜV, can you check? Hat mich gemustert. Mhm. Mhm. Und dann fing er an, alles abzuklopfen, zu drehen und zu wenden. Ich hab keine Ahnung. Staubsauger-Man. Ja. Ja. Und denk mir, okay, der zeigt mir jetzt, wie der Anzug läuft. Irgendeiner muss es mir ja zeigen. Stattdessen klebt er mir irgend so einen Glitzersticker auf meinen Rucksack. Ganz ehrlich. TÜV คืออะไรวะไม่รู้จักเป็นแค่นักแสดงรับจ้างอ่ะผมไม่รู้จักหรอก Thank you. Ich will einen Länderpunkt holen. Aber dafür musste ich irgendwann mal rausfinden, wie das Ding funktioniert. Und irgendwie kam ich da nicht weiter, dank eurer Späße. So, jetzt leck mich am Arsch. Abfahrt. Am nächsten Morgen war es dann nicht so weit. Und ihr habt mich freundlicherweise endlich zum Ort des Geschehens gebracht. Ach du Scheiße. Da soll ich hoch. Ich war sehr angespannt. Ich war ziemlich nervös. Und wenn ich nicht schon klitschnass geschwitzt wäre, dann hätte ich da angefangen zu schwitzen. Und
da stand dann jemand, der zum ersten Mal auch irgendwie seriös und vom Fach aussah. Hallo? Ich denke mal, das ist es? Ja, das ist es. Und da muss ich jetzt ganz hoch. Ich muss ja noch was gestehen. Was kommt denn jetzt noch? Ja, und dann sagt sie zu mir, nö. Es ist ein bisschen anders, als du bisher vermutet hast. Euch würden die letzten 5 Stockwerke auch reichen. Ich bin ja kein Unmensch. Guck mal, das sind 135 Meter. Kein Mensch auf der ganzen Erde hätte das geschafft, da hochzuklettern. Also habe ich dann gesagt, okay, dann fahrt den da hoch mit so einem Fensterputzgondel. Und dann muss er da nur die letzten 15 Meter halt klettern, ne? Dass der das auch schaffen kann. Ne? Okay. Ja. Aber ich weiß nicht, was jetzt schlimmer ist. Machen wir das echt so? Fahren wir echt mit dem Ding da hoch? Ja. Ihr wolltet sehen, wie ich in 110 Meter Höhe den Boden unter den Füßen weggezogen bekomme, im Nichts hänge. Wir sind dann weg, ne? Du bist dann alleine. Ihr seid wieder ganz weg. Und dann anfangen muss, bis aufs Dach, an diesen Scheiben, mit diesen Staubsaugern hochzuklettern. Alter Schwede. Und sonst wir diese Staubsauger hätten darüber hinaus auch nach 15 Metern Geist aufgegeben. Hm. Das ist ja auch nicht gut für die Sendung. Nee, das soll man definitiv. Unter uns beiden. Wir lassen dich dann da raus. Du hängst dann da, frei. Ja, aber ich werde schon noch irgendwie gesichert. Ein bisschen wirst du auf jeden Fall gesichert. Der wäre wirklich dann. Ja, ja. Oh. Braucht ja keiner wissen. Nee, gut. Krass. Prost, Leute. Ja, aber dann durfte ich endlich mal ausprobieren, wie das ist, mit dem ganzen Zeug an der Wand zu hängen und hochzuklettern. Jetzt hatte ich zum ersten Mal also Strom an den Staubsaugern. Dann gehst du damit zum ersten Mal an diese Scheibe und es saugt sich tatsächlich ziemlich fest. Und als ich das gespürt habe, dachte ich, puh, okay, das scheint fest zu sein. Jede dieser Bratpfannen hatte einen Knopf, um dieses Vakuum eben wieder zu lösen. Ja, und jetzt ist das ein komplett abstrakter Bewegungsablauf. Da waren dann noch Schlaufen für die Füße dran und musste also immer rechter Fuß, rechte Hand und dann linker Fuß, linke Hand bewegen. Sprich, ich hing eigentlich kurzzeitig immer nur an einer Seite meines Körpers fest. Ich glaube, man darf da auch nicht zu viel drüber nachdenken, dass gerade zwei Staubsauger dafür gedacht sind, dich an einem Hochhaus festzusaugen. Man hat auch schnell gemerkt, wie anstrengend das Ganze ist. Es war... Man kann sich das eigentlich am besten so vorstellen, dass man bei 40 Grad einarmige Klimmzüge macht mit einer Kiste Bier auf dem Rücken. Und eigentlich hätte ich das Ganze echt ausgiebig geübt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir da echt die Kraft flöten geht und ich ja noch 5 Stockwerke lang klettern muss. Okay, stopp. Deshalb haben wir einfach das Üben abgebrochen. Es war noch nicht ganz absehbar für mich, wie ich das in 110 Meter Höhe machen soll. Also am Anfang hatte ich Schiss, weil die Dinger gerutscht sind. Trotzdem war ich mir ziemlich sicher, dass ich es versuchen will. Wir machen es einfach. Dann ging es wirklich ans Eingemachte. Dann stehe ich also in diesem Fensterputzerkorb. Und er fährt los. Meter für Meter. Wir mussten in den 30. Stock. Und mit jedem Stockwerk bin ich ein bisschen nervöser geworden. Ja, das wäre auch was für dich gewesen, oder? Auf so einem wackeligen Ding da in 100 Meter, ne? Nein. Nee? Nee. Aber ist das nicht irre, dass der gar nicht heult? Absolut. Auch wenn ich dann ab der Hälfte nicht mehr nach unten gucken wollte, sieht man ja in den Scheiben, wie hoch man eigentlich ist. Und da habe ich echt immer mehr gedacht, was machst du hier eigentlich mit 2 Staubsaugern auf dem Rücken? Dann haben wir gestoppt. 30. Stock. Jetzt geht's los. Oh fuck. Motoren angeschmissen. Noch einmal. Oh.
geht der Boden unter den Füßen weg. Der Korb fuhr runter und plötzlich hänge ich da ganz allein. Ich weiß nicht, was mir alles durch den Kopf gegangen ist, aber auf jeden Fall habe ich mich gefragt, halten diese scheiß Bratpfannen jetzt? Oh. Ich war sowas von verkrampft. Dieser Moment, die eine Seite zu lösen und umzusetzen, das ist fies. Das ist einfach wahnsinnig fies. Und trotzdem muss es sein, sonst kommst du nicht weiter. Es ist eine Sache, das irgendwie in 1, 2, 3 Meter Höhe zu testen. Aber eine ganz andere Nummer im 30. Stockwerk. Jetzt kann man sich noch so oft sagen, dass das schon alles gut geht. Aber dein Körper sagt dir was vollkommen anderes. Stresshormone, Adrenalin, Muskeln fangen an zu krampfen. Ich habe nach 3 Stockwerken gemerkt, dass Arme nur noch hart waren. Ich eigentlich gar nicht mehr greifen und lösen konnte, sondern das war einfach nur noch fest. Dass meine Beine anfingen zu brennen und dass ich echt gedacht habe, das muss jetzt schnell gehen. Sonst hältst du das nicht durch. Die letzten paar Meter waren eigentlich nur noch Schmerz, nur noch unangenehm. Ich krieg die linke Hand kaum noch wirklich gehoben. Es halt sagt alles irgendwie nur noch, mach nichts mehr, halt dich einfach nur fest. Aber du musst weitermachen. Und jetzt? Und dann hat mir endlich der Stunt-Koordinator seine Hand gegeben. Und das war so der Moment, wo bei mir echt einiges abfiel und ich gedacht habe, fuck ja, hast du geschafft. Ich war fix und fertig. Ich war wirklich erschöpft. Ich war körperlich am Ende, ich war mental ausgelaugt. So ein Scheiße. Aber die Aufgabe war geschafft, der Punkt war geholt. Ich war glücklich. Ich war echt glücklich. Es ist ja wirklich ultra beeindruckend, wie er das gemacht hat. Was für ein Superheld.